Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Videoblog Esperanto Tour. Ich bin Martina Merz und wie ihr vielleicht sehen könnt, bin ich gerade nicht in München, sondern wir sind in Südbaden unten am Kaiserstuhl, weil es hier einfach schon ein bisschen wärmer ist und wir mit dem Camper unterwegs sind. Dieses Video ist Teil 2 von einer kleinen Serie, die ich von dieser Wochenendtour gemacht habe. Ich war heute Morgen da unten in den Weinbergen und habe richtig viel Zeug schon gefunden und das zeige ich euch jetzt gleich. Und wie immer am Ende des Videos zeige ich euch alle Sorten nochmal wirklich richtig schön hingelegt und erkläre sie euch und dann auch, was ich draus gekocht habe. Wenn ihr erst anfangt mit den Wildkräutern, würde ich euch empfehlen, dass ihr das Basisvideo anschaut und damit lernt, wie ihr sammelt, worauf ihr achten müsst, damit ihr einfach auch nachhaltig und sicher sammelt. Viel Spaß bei dem schönen Spaziergang. Ciao! Guten Morgen! Wir haben oben am Kaiserstuhl mit dem Bus übernachtet und ich drehe eine kleine Runde jetzt. Und hier geht es jetzt auch schon los mit essbaren Kräutern. Was ich hier nämlich jetzt gefunden habe an dieser Böschung, ist Reinkohl. Das ist auch ein ganz feines Gemüse, was man im Frühjahr essen kann. Je größer das wird, desto härter wird es und bitterer wird es. Aber jetzt im Frühjahr, es ist prächtig, das ist ein Kohlgewächs. Und ihr seht, es hat unten richtig kleine Rettichwurzeln, die man auch essen kann. Und hat einen ganz milden Geschmack, ist jetzt absolut perfekt. Schaut euch mal hier die Blätter an. Ganz typisch ist, dass es unten immer noch mal so eine kleine Ausbuchtung hat, als hätte jemand rechts und links in das Blatt reingebissen. Und das ist aber tatsächlich einfach ein wichtiges Erkennungsmerkmal. Und dann eben, dass es diese Wurzel hier hat, die aussieht wie ein kleiner Mini-Rettich. Man kann die komplett so rausnehmen, mitsamt dieser Wurzel. Das ist eine Pflanze, die als Pionierpflanze sich sehr stark aussät. Von daher ist es auch nicht so tragisch, wenn man da die mit Wurzel nimmt, was man normalerweise ja eigentlich nicht macht. Und dann könnt ihr die einfach nur waschen, ein bisschen die braunen Blätter wegzupfen und sie direkt so entweder roh essen. Da bleiben natürlich am meisten der wertvollen Inhaltsstoffe enthalten und auch vom Geschmack. Man kann die aber auch sehr gut fermentieren. Mache ich jetzt nicht, weil wir mit dem Bus unterwegs sind. Aber das ist tatsächlich was ich gern mal versuchen würde. Fermentierter Reinkohl. Hier in der Böschung gibt es auch noch andere Sachen. Hier ist zum Beispiel frische Brennnessel. Die könnte man jetzt auch, wenn man Mischgemüse macht, ganz toll verwenden. Oder auch zum Beispiel, wenn ihr jetzt im Frühjahr mal grüne Pasta machen wollt. Ich blende euch hier ein Rezept dazu ein. Dann spitzt hier dazwischen, spitzt der Bärlauch raus. Schaut mal, ihr seht es, ihr kennt es an den nach innen eingedrehten Blättern. Hier auch nochmal. Und dann ist hier aber auch was, das würde ich euch gern zeigen. Das ist ein Schöllkraut. Sieht sehr lecker aus, ist aber tatsächlich nicht essbar. Schaut mal auf der Rückseite, ihr kennt es, es hat so ganz stark behaarte Blätter. Und noch deutlicher wird es, wenn ihr ein Blatt abmacht. Dann seht ihr, kommt so eine gelbe Milch raus. Und das Schöllkraut wurde verwendet, oder ich verwende es auch heute noch, wenn man Warzen hat, kann man diesen gelben Saft drauf machen und dann gehen die Warzen davon weg. Also ich habe das immer verwendet. Es gibt verschiedene Arten von Warzen, aber bei manchen funktioniert es sehr, sehr gut. Aber essbar ist es eben nicht. Es ist eine wunderschöne Pflanze. Ich mag diese Blätter unglaublich gern. Ich finde, die sieht wirklich toll aus. Hat so ein bisschen bläuliche Blätter und daran erkennt ihr auch wieder gut, dass es eine sonneliebende Pflanze ist. So, und jetzt werde ich mal weitergehen. Da vorne geht es runter in die Weinberge. Und in den Weinbergen möchte ich gerne wilden Feldsalat finden. Mal sehen, ob ich Glück habe. Das ist eine richtig tolle Trainingsstrecke. Unglaublich. Guck mal, was es hier gibt. Könnt ihr die Blätter sehen? Schaut mal genau hin. Was ist davon Bärlauch? Und was ist davon Aronstab? Hier seht ihr wieder, wie dicht die beieinander sind. Wachsen hier in einem Bett von Schaboxkraut. Wir haben giftigen Efeu dabei. Das hier ist das Schaboxkraut. Spitzenblätter hier, das ist der Bärlauch. Und das, was hier rausguckt, ist der Aronstab. Aber da kann man jetzt wirklich gut sehen, wie leicht man die verwechseln kann. Und hier beim Aronstab, wenn der so ganz, ganz jung ist, guck mal, dann merkt ihr auch, der hat überhaupt nicht hier unten diese Frackzipfel. Da müsst ihr echt aufpassen. Je älter die werden, desto mehr sind die dann ausgeprägt. Aber das ist der Bärlauch. Übt es mal richtig systematisch und fangt mal wirklich an, nach dem Aronstab zu suchen. Dann habe ich hier was anderes noch dazwischen.
Sieht auch aus wie der wilde Schnittlauch, den ich gestern gefunden habe. Wenn ihr aber genau hinguckt, hat er hier so eine weiße Linie in der Mitte. Und dann ist es kein Schnittlauch. Dann ist es entweder ein verwilderter Krokus oder, was es auch vielleicht sein könnte, ist irgendeine Art von Milchstern. Er riecht auch nicht nach Bärlauch. Das könnt ihr auch nochmal testen. Aber wie gesagt, wenn es viel Bärlauch gibt, dann riecht alles nach Bärlauch. Auch eure Hände und alle anderen Pflanzen, weil der Bärlauch dann einfach so penetrant ist als Geruch, dass ihr es kaum mehr unterscheiden könnt. Hier gibt es jetzt auch richtig, richtig schöne, satte Vogelmeere. Die ist wunderbar für den Salat. Bildet diese Kissen. Ist eine ganz, ganz tolle Salatgrundlage, weil sie gar nicht bitter schmeckt, weil sie ganz zart ist. Wunderschöne, zarte Stiele. Die Vogelmeere hat diese ganz zarten, klitzekleinen, weißen Blütchen hier. Und die ist eigentlich das ganze Jahr über zu finden und essbar. Und eine tolle Salatgrundlage, weil es die, wenn es sie gibt, meistens auch viel gibt. Und ganz mild ist, wie gesagt. Hier gibt es jetzt ganz schöne, frische Austriebe von der Taubnessel. Ihr seht, hier oben kommen richtig die Blüten jetzt auch schon, die Knospen. Davon nehme ich ein paar Spitzen mit, nicht zu viel. Die sind sehr intensiv im Aroma. Man kann die als Gemüse machen, so wie Brennnessel auch. Oder sie einfach so fein hacken, in Salat reinmachen, in Aufstriche reinarbeiten, zu dem Kräuterquark oder Joghurt nehmen, wo ich letzte Woche das Rezept dazu gepostet habe. Ganz hübsche Pflanze und sehr aromatisch. Sieht aus wie eine Brennnessel, die nicht brennt, ist aber tatsächlich eine andere Familie. Hier sind die Zierquitten auch schon kurz davor aufzubrechen. Der Kaiserstuhl ist eine der wärmsten Gegenden in Deutschland. Deswegen sind wir auch mit dem Bus hierher gefahren. Denn eigentlich ist es ganz schön lausig dieses Wochenende. Aber hier ist die Vegetation einfach schon einen Tick weiter als bei uns in München. Ich laufe jetzt hier an den Weinbergen entlang und zwischen den Reben wird manchmal Gründünger eingesät, also Pflanzen, die gut sind für den Boden. Und da findet man dann auch Kräuter. Und schaut mal, was es jetzt hier gibt zum Beispiel. Das ist eine Malve und von dieser Malve könnte man jetzt hier die ganz frischen Blättchen essen. Hier gibt es jede Menge. Hier haben wir die Taubnessel, hier haben wir das persische Ehrenpreis. Was finden wir hier noch? Hier, guck mal. Pimpernelle. Der kleine Wiesenknopf. Auch hier die kleinen frischen Blättchen. Da ist Löwenzahn. Verschiedenste Sachen, die hier dazwischen sind. Schafgarbe. Man sollte das aber dann wirklich nur dort sammeln, wenn ihr wisst, dass es Bio-Wein ist, weil man weiß ansonsten nicht, ob hier vielleicht irgendwie gespritzt wurde. Ich weiß nicht genau, wann gespritzt wurde, aber das ist eigentlich ähnlich wie bei Feldern, dass man nur dort sammeln sollte, irgendwelche Beikräuter, die es häufig dann gibt, wenn man weiß, dass es ein Biofeld ist, dass da nicht irgendwie Gift gespritzt wurde oder künstlicher Stickstoff. Was eine Artenvielfalt, das ist so toll. Schaut, Schafgarbe, Taubnessel, Hornkraut. Also ich könnte jetzt hier bei diesem kleinen Mini-Spaziergang wirklich richtig viel sammeln. Hier das Ehrenpreis nochmal, das persische, mit diesen wunderschönen kleinen blauen Blütchen. Hier die Springkresse, das behaarte Schaumkraut. Schon wesentlich weiter als bei uns in München. Bei uns blüht es noch gar nicht. Und hier sieht man jetzt schön diese Samenschoten auch nochmal, die ich euch gestern auch schon gezeigt habe. Aber bisher kein Feldsalat. Oh, aber schaut mal hier. Ein Hirtentäschel. Wäre jetzt auch schön für den Salat. Tolles Salatgemüse ist das, das Hirtentäschel. Nimm mal ein Blatt. Das kann man leicht verwechseln mit dem Löwenzahn, aber beim Hirtentäschel gehen diese Zacken so ein bisschen nach oben. So, schaut mal. Links ist das Hirtentäschel, da gehen die Zacken eher nach oben. Und rechts beim Löwenzahn geht es wie bei Zähnen nach unten. Und was auch auffällig ist, wenn man beim Hirtentäschel guckt, sind die Blätter nicht ganz genau parallel, sondern das ist immer eins, ist ein bisschen weiter nach oben gerückt. So ein bisschen versetzt. Beim Löwenzahn ist es minimal auch so, aber es ist viel mehr gegenüberliegend. Das ist gerade hier ein ganz gutes Beispiel, wo man das gut erkennen kann. Jetzt habe ich hier gerade noch was gesehen bei dem Hirtentäschel. Guck mal, es lohnt sich immer auch auf die Rückseite zu gucken.
Denn diese saftigen Pflanzen sind natürlich nicht nur für uns lecker, sondern auch für irgendwelche Tiere. Hier sind auf der Rückseite irgendwelche Läuse, würde ich sagen, sind es. Das heißt, ihr müsst nicht nur vorne gucken, sondern auch hinten. Nochmal ein Hirtentäschel. Hier sieht man jetzt auch schon die Blütenstände. Auch die könntet ihr jetzt auf den Salat machen. Ganz schön. Hier ist wunderschöner Spitzwegerich, ganz zart. Also die Blätter sind in diesem frühen Stadium wirklich super zu essen. Das ist eine wichtige Heilpflanze auch, der Spitzwegerich. Da kann man richtig guten Hustensirup draus machen. Und jetzt im Frühjahr eben auch ganz toll zum Essen. Wenn er so zart ist, könnt ihr die Blätter komplett verwenden. Und wenn er dann ein bisschen größer wird, dann werden diese Blattrippen, die ihr hier gut erkennen könnt, die sind dann fast wie Fäden innen drin. Dann ist es wichtig, dass ihr ihn wirklich quer zu dieser Maserung in schmale Streifen schneidet, damit die beim Essen nicht stören. Aber geschmacklich, also gerade auch im Smoothie, ganz, ganz toll, sehr wertvoll von den Inhaltsstoffen. Wunderschöne Schafgarbe hier. Und ganz zart die Blätter. Wenn man die wirklich ohne Mühe einfach so abziehen kann fast, dann sind sie absolut ideal, um sie zu essen. Das ist jetzt hier auch nochmal ein gutes Verwechslungsbeispiel. Man könnte auf den ersten Blick meinen, dass es Schafgarbe ist. Wenn ihr aber genau hinschaut, seht ihr, dass diese Blätter viel grober sind und nicht so fein gefiedert. Das ist aller Voraussicht nach ein Rheinfarn. Und der Rheinfarn ist eine ganz aromatische Pflanze. Ich reibe die jetzt mal. Die riecht ganz stark nach Chrysantheme, genau, das ist es. So ein ganz typischer Duft, den die Chrysantheme hat. Und diese Pflanze wurde früher viel verwendet, zum Aromatisieren vor allen Dingen, wird sie zum Teil auch heute noch. Tatsächlich ist sie aber wirklich giftig und sollte überhaupt nicht verwendet werden. Wird trotzdem ab und zu noch gemacht. Aber das ist so eine Pflanze, ja, sollte man die Finger davon weglassen. Die blüht an so ganz trockenen Standorten. Ich bin jetzt hier wirklich an so einer Terrasse an der Südkante angekommen, wo es ganz steil ist und trocken und der Sonne ausgesetzt. Und da fühlt sich der Rheinfarn extrem wohl. Ist kein Farn, auch wenn er so heiß. Blüht dann mit solchen gelben, kleinen, kugeligen Blütenständen. Die haben so ganz viele gelbe Blüten obendrauf. Schaut mal, vergleicht mal die beiden Blätter miteinander. Das hier ist die Schafgarbe, die ist ganz fein gefiedert. Und das hier ist der Rheinfarn. Der hat breitere Blätter. Grober gefiedert. Von der Rückseite kann man diesen Strukturunterschied noch deutlicher erkennen. Und was ganz typisch eben ist beim Rheinfarn, wenn ihr den reibt, dann riecht er so ganz stark nach Chrysantheme. Das ist jetzt hier auch ganz spannend. Das ist eigentlich keine Wildpflanze, aber sie taucht in vielen Insektenmischungen auf und auch in Gründünger. Das ist nämlich ein Borage. Ein Borage-Gewächs, so ähnlich wie der Beinwerl auch. Und die Blätter davon könnt ihr auch essen. Die enthalten auch etwas, was als krebserregend gilt, die Alkaloide, die da drin sind. Ich verwende die trotzdem, nicht in Massen, aber doch ein bisschen kommt mit in den Salat. Die haben auch so starke Haare, deswegen sind die auch nicht so ganz angenehm vom Mundgefühl. Aber wenn ihr die fein hackt, gerade die Borage-Blätter oder im Hochsommer, dann kennt ihr die vielleicht auch, diese wunderschönen, ganz blauen Blüten. Zauberschön, ganz toll als Dekoration und auf dem Salat. Die schmecken so ein bisschen nach Gurke, ganz leicht. Also ich finde die eigentlich vom Geschmack her sehr fein. Und davon nehme ich mir jetzt hier ein paar kleine Blätter raus. Jetzt habe ich mir hier schon eine richtig schöne Hand Salat für heute Abend gesammelt. Ich habe alles Mögliche gefunden. Leider bisher noch keinen wilden Feldsalat, Ackersalat. Der fehlt mir noch. Aber ich glaube, da habe ich hier schlechte Karten. Muss ich vielleicht nochmal an eine andere Stelle gehen. Kaum gesagt, schon ist er da. Verrückt. Hier ist er. Der wilde Feldsalat. Nicht ganz einfach zu bestimmen und zu erkennen, aber das hier ist er. Ganz eindeutig. Toll. Da freue ich mich jetzt echt total drüber. Den gibt es bei uns in Bayern nämlich eigentlich nicht wild, aber in Weinbergen eben häufig. Und er ist noch nicht geschossen. Man merkt schon, er schiebt jetzt hier hoch und wenn er die Blüten hat, dann schmeckt er nicht mehr ganz so gut. Aber so ist er eigentlich perfekt. Und ich schneide ihn auch genauso raus, wie man Feldsalat erntet im Garten. Einfach mit Messerchen unten drunter und dann ist er schon ganz sauber. Jetzt nochmal das Hornkraut, verwandt mit der Vogelmiere.
und Gänseblümchen. Da könnten wir jetzt auch die Blüten mitnehmen, aber die lasse ich für die Insekten. Und wenn ihr hier guckt, das sind jetzt, ist jetzt kein Feldsalat, sondern Gänseblümchen. Und die sind ganz, ganz ähnlich und tatsächlich schmecken sie auch ein bisschen ähnlich wie der Feldsalat. Sie sind nur etwas herber und auch etwas haariger. Hier habe ich jetzt mal richtig schönen Feldsalat gefunden. Der hat dann oft ein bisschen länglichere Blätter als der Feldsalat, den wir kaufen können. Aber es ist einfach ein ganz, ganz, ganz toller, zarter Frühlingssalat. Hier ist ein Paradebeispiel von einem behaarten Schaumkraut, von einer Springkresse. Wunderbar. Kommt auch in den Salat. Und das hier ist jetzt auch noch was Tolles. Das erinnert euch vielleicht ein bisschen an Radicchio oder sowas. Endiviensalat, das ist irgendein Zikoriengewächs. Ich vermute fast eine Wegwarte. Die schmeckt auch ganz super. Oh, schaut mal, wie die Veilchen hier schon blühen. Das sind Duftveilchen. Die haben diese schönen lila Blüten. Da kann man ganz tollen Sirup draus machen oder man kann sie mit Eiweiß bepinseln und mit Zucker. Dann kann man sie trocknen. Sind toll zum Verzieren von süßem Gebäck oder Nachtisch. Oder man kann sie auch einfach stehen lassen und sich am Duft erfreuen. Hier habe ich jetzt gerade an dem Hohlweg die ersten Blätter von dem Wiesensalbei gefunden und probiert. Und was ich festgestellt habe, die schmecken nach Champignon. So ähnlich wie die Knospen und Blüten und auch eigentlich ein bisschen die Blätter vom Spitzwegerich. Spannend, wusste ich nicht. So entdecke ich selber auch immer wieder noch was Neues. Überall wächst hier der wilde Feldsalat. Habe ich so noch nie gesehen. Hier könnt ihr das persische Ehrenpreis mal richtig schön sehen. Diese feinen blauen Blüten, ganz schön. Kann man auch die Spitzen essen, ist aber ein bisschen bitter. Hier kommt jetzt auch richtig schön der Giersch raus und wenn die Blätter so sind, wenn sie sich gerade entfalten, sehen sie perfekt. Der Giersch ist ein Doldengewächs und die Doldengewächse sind sehr gefährlich, weil es wirklich tödlich giftige darunter gibt. Beim Giersch, den kann man aber sehr leicht bestimmen, ihr müsst euch einfach nur die Zahl 3 merken. Es gibt 3 wichtige Merkmale. Das Wichtigste ist, der Stiel ist dreieckig. Mal gucken, ob ich das hier zeigen kann. Seht ihr das unten? Der ist dreieckig von der Form. Dann hat er hier auf der Rückseite 3 solche Stiele, wo die Blätter abgehen. Und vorne an der Spitze immer 3 Blätter. Daran könnt ihr den gut erkennen. Hier unten die Blätter, die sind manchmal zweigelappt oder dreigelappt. Das ist nicht so eindeutig, aber der dreieckige Stiel, die 3 Hauptzweige am Blatt und vorne auf der Spitze ein Dreierblatt. Daran erkennt ihr den. Und es ist ein super, super Gemüse, was richtig, richtig gut schmeckt. Alle Rezepte mit Spinat könnt ihr mit Giersch machen. Schmeckt ganz toll, kann man direkt so essen. Schmeckt so ein bisschen nach Sellerie oder Petersilie, ist auch die gleiche Familie. Und gibt es, wenn es ihn gibt, reichlich. Also zum Beispiel auch in eurem Garten. Was ihr hier seht, ist ein Lungenkraut. Das ist so ganz behaart und hat diese hübschen rosafarbenen oder bläulichen Blüten. Bei allen Borretsch-Gewächsen, ich habe euch vorhin schon den Borretsch im Weinberg gezeigt, ist es so, dass die Blüten sich verfärben können. Und wenn sie so bläulich werden, dann ist es ein Zeichen für die Hummeln, dass der Nektar schon entnommen wurde von einer anderen Hummel oder von einer anderen Biene. Und dass die Blüte praktisch leer ist. Also wirklich so eine Signalwirkung. Das Lungenkraut heißt Lungenkraut, weil es, jetzt gucke ich mal, ob man das sehen kann, manchmal auf den Blättern solche weißen Flecken hat. Kann man nicht erkennen. Es sieht aus wie eine Lunge, aber vor allen Dingen ist es einfach auch ein wichtiges Heilkraut, was verwendet wurde für alle Erkrankungen der Lunge. Also alle Erkältungskrankheiten, da kommt Lungenkraut mit in den Tee rein. So, schaut, was ich alles Tolles gefunden habe. Ich erkläre euch jetzt im Detail, was es ist. Hier haben wir zunächst mal eine riesige Schüssel von dem wilden Feldsalat. Da freue ich mich besonders drauf. Dann geht es hier los mit dem Borretsch. Dann haben wir hier Löwenzahn. Hier haben wir Reinkohl, wo man hier auch ganz deutlich diese rettichartigen Wurzeln erkennen kann. Hier das Hirtentäschel, was leider schon ein bisschen zusammenfällt. Aber hier seht ihr sehr gut auch die Blätter und hier auch die feinen Blüten davon. Alles essbar. Dann haben wir hier den wilden Salat, das ist eine Art von Endivien, sowas in der Art, ein Zikoriengewächs. Ich vermute, dass es eine Wegwarte ist.
Schaboxkraut, wo ihr wisst, ihr dürft die Blätter nur essen vor der Blüte. Ihr seht diesen ganz typischen Glanz und die leicht gewellten Blätter außenrum. Dann haben wir hier den Weinberglauch, ein Weinberglauch, den habe ich euch gerade beim Sammeln nicht mehr gezeigt, weil bei meinem Handy der Strom aus war. Ich muss aber noch prüfen, ob der möglicherweise geschützt ist. Ansonsten könnt ihr den wirklich wie Lauch verwenden. Ich nehme aber nicht viel davon. Hier haben wir die Gänseblümchen. Hier haben wir nochmal, ach, der gehört hier dazu. Das ist dieses Zichoriengewächs. Sieht richtig toll aus, diese Rosette. Das ist ein bitterer Salat. Dann haben wir hier den Bärlauch, ganz eindeutig zu erkennen an der deutlichen Rippe in der Mitte auf der Rückseite, an dem Geruch natürlich. Rückseite ist weißlich matt, Vorderseite ist glänzend. Daneben haben wir hier wunderschönen Spitzwegerich. Das hier ist Schafgarbe, Labkraut, kennt ihr auch schon aus den vorherigen Videos. Das hier ist eine Malve, wo ich nicht genau weiß, was es für eine ist. Aber alles essbar. Das hier ist ein behaartes Schaumkraut mit einer Blüte. Sieht ganz ähnlich aus wie auch das Hirtentäschel. Hier haben wir ein bisschen Pimpernelle, nicht viel. Hier ist die Taubnessel. Könnt ihr die so gut erkennen? Ich drehe sie noch mal ein bisschen. Das hier ist das Ackerhornkraut. Schmeckt ähnlich wie die Vogelmiere, neben der sie auch liegt. Nach jungem Mais, ist aber stärker behaart und kleiner. Dann haben wir hier die Vogelmiere und hier unten eine andere Art von Miere, wo man die Blüten besser erkennen kann. Die ist größer und ist auch stärker behaart, ist aber genauso essbar. Die Vogelmiere und zum Schluss noch, weil es hier so deutlich zu erkennen ist, hier der sehr, sehr giftige Aronstab. Das ist jetzt ein ganz langer Trieb nach unten. Und ich habe euch vorhin erzählt, er hat diese ganz typischen kleinen, knolligen, was ist es? Ist es ein Rhizom? Nee, es ist kein Rhizom. Es ist einfach so eine knollige Wurzel und da kommt seitlich die Pflanze raus. Und sie ist eben ein wichtiger Verwechslungspartner, sehr, sehr giftig, vom Bärlauch. Wenn wir hier den Bärlauch daneben legen, das fällt jetzt hier alles in der Sonne ganz schnell zusammen, man sieht es. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn das hier so ineinander verschränkt irgendwo wächst, dann muss man das sich wirklich gut auskennen und aufpassen, dass man es nicht aus Versehen mit der Schere mit erwischt. Ihr seht hier die Rippung beim Aronstab, die hat wirklich diese Blattadern, die seitlich verzweigen. Und jetzt zeige ich euch wie immer auch noch, was ich daraus zubereitet habe. Aus dem wilden Weinberglauch habe ich eine Vorspeise gemacht mit frittierten Kapern, Parmesan und ein bisschen Honig darüber. Der Weinberglauch ist in Baden-Württemberg nicht geschützt, das heißt, dort darf ich ihn verwenden. Aus dem Feldsalat habe ich mit anderen Kräutern zusammen mit gerösteten Haselnüssen und ihr seht da auch links Borretschblätter einen schönen frischen Salat gemacht mit einem Dressing aus Zitronensaft und Essig. Mag ich super gerne. Dann gab es als Hauptspeise ein Risotto, allerdings nicht mit Reis, sondern mit Dinkel. Und da drin waren, ihr habt es gerade schon gehört, ich liebe Kapern, also Kapern zusammen mit reichlich Bärlauch. Schmeckt auch extrem lecker. Und weil wir so viel gefunden haben, hat es auch noch gereicht für eine Vorspeise am nächsten Tag. Was ihr hier seht, ist rechts oben, das sind ganz fein gehackte Kräuter mit Joghurt und ein bisschen Creme fraiche. Daneben liegt ein gebratener Bärlauch, dann kommt eine Essiggurke, beziehungsweise war so eine Essig-Honig-Gurke mit einer gebratenen Sardelle und ein bisschen nochmal frittierte Kapern dazu. Solche Vorspeisenteller liebe ich einfach, die Dinge kombinieren. Und was ich heute ausprobiert habe, ist von dem Bärlauch, wo ich ganz viel gesammelt habe, eine vegane Mayo. Das schmeckt einfach großartig. War mein erster Versuch mit veganer Mayo. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und wenn ihr noch mehr essbare Natur erleben wollt, folgt mir gerne bei Instagram, wo ich jeden Tag poste, was ich in der Natur finde und was ich daraus zubereite. Viel Spaß dabei, bis bald. Ciao.